Das Bundestagswahlprogramm der Kompetenzpartei, die Kompetente, der Partei der Kompetenz. Wie wird Ihr Leben ganz praktisch und ganz real viel besser? Fangen wir an mit der Gesundheitsreform. Endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er mir durch ein kostenloses Gesundheits-, Freizeit- und Wochenendangebot hilft, Kursangebot, dass ich durch Immunabwehrstärkung nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter bekomme. Also endlich wird endlich unser Hausarzt zum besten Freund von uns selber, weil er nicht mehr interessiert daran ist, uns irgendwelche Igelleistungen zu verkaufen oder uns irgendwelche Operationen zu verkaufen oder über irgendwelche Medikamente zu verkaufen, weil er da von der Pharmafirma Geld dafür kriegt oder was auch immer, ja, sondern endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er mir durch ein kostenloses Gesundheits-, Freizeit- und Wochenendkursangebot hilft, dass ich durch Immunabwehrstärkung nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter bekomme. Außerdem entfallen dadurch auch alle meine Vereinsmitgliedschaftsgebühren, Fitnessstudiogebühren, weil das alles drin ist. Denn schließlich zahlen wir ja genügend Krankenkasse, um eben Gesundheitssport und alles andere ja auch kostenlos bekommen zu dürfen. Und insofern ist mit dem Krankenversicherungsbeitrag dann in Zukunft alles abgedeckt. Alles ist inklusive. Fitnessstudio, Tanzstudio, alles ist inklusive. Denn der Arzt wird, die Praxen werden nichts unversucht lassen, um ihr Leben regelrecht in ein glückliches und gesundes, fittes Leben zu verwandeln. Und man wird sie nicht mehr allein lassen mit all diesen Dingen und sie mit ein paar Medikamenten abspeisen sozusagen. Von meiner Arztpraxis und oder nicht ärztlichen Hausarztersatzpraxis bzw. deren Gesundheitsteam bekomme ich also Physiotherapie, Ernährungsberatung, Heilpraktikerberatung, Gesundheitssport und alles andere gesundheitsförderliche kostenlos angeboten, alles aus einer Hand. Es werden Statistiken über Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit von uns allen erfasst, ja. Also im Moment läuft es ja so, dass überall Daten und Informationen und Statistiken zu Ihrem Schaden, liebe Wählerinnen, missbraucht werden. Wir wollen ja auch schon durch die Verfassungsänderung bewirken, dass Daten nur noch zu Ihrem Wohle, zum Gemeinwohle verwendet werden dürfen, aber dass es also grundgesetzlich verboten wird, sozusagen Daten für etwas Negatives zu verwenden, denn sonst passiert das, was gerade passiert. Die Leute sagen und jammern ja in China, da werden Daten missbraucht, um die Menschen zu gängeln oder in irgendeiner Weise, ja. Und deswegen sind Daten generell schlecht und Google, Facebook und Amazon, die missbrauchen Daten, um uns zu maximaler Konsumsucht zu verführen, und deswegen sind Daten grundsätzlich schlecht. Das ist genauso wie wenn wir ständig darüber berichten, dass ja irgendjemand mit einem Küchenmesser einen anderen erstochen hat, und deswegen sagen wir jetzt, alle Küchenmesser sind grundsätzlich schlecht und wir sollten alle Küchenmesser abschaffen. Das ist genau die gleiche Absurdität. Wir müssen doch einfach nur dafür sorgen, dass Daten eben nicht mehr zu missbräuchlichen Zwecken verwendet werden können, sondern nur noch zu Förderungen unseres Lebens zu nutzen sozusagen. Und sie dann nicht zu nutzen wäre ein ganz großer Fehler, weil wir dann, wenn wir die Daten nicht nutzen, einfach ein killermäßiges, total schädliches Gesellschaftssystem beibehalten, weil wir sozusagen dann den Sprung von der, wenn wir also die Datenangsthysterie bekommen, dann werden wir den Sprung von einem uns alle ruinierenden und die gesamte Erde ruinierenden, killermäßigen, bösartigen, patriarchalen Raubtierkapitalismus zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO
die also dann auch besser funktioniert als die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Diesen Sprung zu einer gemeinwohlorientierten, guten Wirtschaftsordnung, GWO, werden wir nicht hinkriegen, wenn wir eben nicht messen, wie weit uns der Arzt schadet oder nutzt, oder der Marktleiter, der Supermarktleiter uns schadet oder nutzt, der Praxisleiter uns schadet oder nutzt und so weiter. Also, deswegen ist es hilfreich und nützlich für mein Lebensglück und meine Gesundheit, dass Statistiken über Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit erfasst werden vom Bundeswahlleiter mit allen datenschutzrechtlichen Sicherheitsdingen, sodass niemand meinen Namen oder meine Adresse jemals erfährt, sondern nur da Zahlen eine Rolle spielen und so weiter. Die Belohnung des Arztes bzw. der nichtärztlichen Hausarztersatzpraxen richtet sich nach diesen Statistiken, die sogenannten Verdienstzuschüsse. Wer geht dann noch in eine Praxis, die im öffentlichen Ranking weiter unten steht? Ja, wenn dann nämlich klar ist, wer die Scharlatane sind, die dann in den Ranglisten weiter unten stehen, da geht doch kein vernünftiger Mensch mehr weiter hin, sondern wir werden doch alle immer wieder mal gucken, wie unsere Praxis im Ranking steht, in der Rangliste steht, und wenn sie zu weit unten steht, dann werden wir zu den Praxen abwandern in der Nachbarschaft, die im Ranking weiter oben stehen. Und dann werden wir dort eine bessere Wohlfühlens-, Gesundheits- und Langlebigkeitsförderung kommen als in der bisherigen Praxis. Und so soll es doch auch sein für uns Wählerinnen, einfach, transparent, durchsichtig, ja. Und so kommen dann alle Menschen raus aus der Einsamkeit, weil sie am Wochenende ein so umfassendes Angebot haben, dass sie nicht mehr vereinsamen müssen und so weiter in der Freizeit und so weiter. Und das alles kostenlos, weil nicht kostenlos, wir zahlen ja genügend Krankenversicherungsbeitrag dafür. Ne? Aber dann ist das alles mit einer Zahlung abgegolten. Ne? Und dann also. Dann steht hier noch weder Impf- noch Beratungspflicht. Das ist doch klar, dass das, also wir doch nicht genötigt werden dürfen, irgendetwas von irgendeinem Pharma- oder Impfkonzern kaufen zu müssen. Das ist doch unsere völlige, alleinige, freiwillige Entscheidung, ob wir irgendwie da irgendetwas wollen oder nicht wollen, oder ob wir denken, dass wir als Naturmensch besser, unsere Kinder als Naturmenschen besser zurechtkommen. Gerade letztens hat wieder jemand gesagt, ja, dass das, ja. Also vollständige Öffnung des Gesundheitswesens für alle Ansätze bei gleichzeitiger öffentlich einsehbarer Messung der Gesundheitsförderungswirkung und Krankheitsverhinderungswirkung jeder Praxis. Alle anderen Modelle, all der sich irrenden Personen, die ja hier im Titel und überall aufgeführt sind, im Text unten mehr Anzeigen und so weiter, in der Infobox angezeigt sind, all die unzähligen sich irrenden Personen, die haben alle nur Konzepte, wo für sie wesentlich schlechter gesorgt wird, wo sie zu Tode operiert werden, zu Tode behandelt werden und so weiter, des Geldes wegen. Und das, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich freue auf diese Gesundheitsreform, ja, und ich, für mich ist diese völlig überfällig. Dann gucken wir mal weiter, was hier noch so zu finden ist. Presseradio, Fernsehen, Reform, ja. ARD und ZDF werden sofort werbefrei und steuerfinanziert. Neue Werbekunden, kritische Journalisten werden angestellt und bekommen 50% der Stimmmacht. Zukünftig werden also in jeder Sendung Experten gleich lange gehört, die beide Seiten bzw. alle Seiten an Meinungen und Argumenten vertreten. Keine einseitige Berichterstattung mehr. Man denke als Positivbeispiel an die Dokumentation Profiteure der Angst.
Sofortiger Stopp aller Gelder mit Bestechungswirkung. Allein der Staat finanziert die Sender allerdings ohne politische Aufsichtsräte, sondern nur die Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand bei den Zuschauern wird gemessen und entscheidet über das zukünftige Schicksal der Sender. Alles muss messbaren Nutzen bringen. Es wird eine Einheit eingefordert aus Wissenschaft und Journalismus, da beide ja gleichermaßen nützliche Wahrheiten für die Nutzer beischaffen sollen. Stichwort Wissenschaftsjournalismus bzw. Wissenschaftsmedien. Wissenschaft und Journalismus langfristig als ein System. Ja, das heißt also noch einmal das klarzumachen. Eigentlich ist das vielleicht gar keine gute Idee, nur mit dem reinen Staatsgeld für die Medien, sondern wir können die auch ruhig privat finanzieren, indem nämlich die alle Medien danach gemessen werden, dass wir einfach gucken, welche Leute schauen häufig welche Medien, welche Leute lesen häufig welches Medium. Und dann guckt man, wie sich diese Gruppen, die sich ja nur in diesem einen Merkmal dann unterscheiden, die einen lesen Spiegel, die anderen Stern, die anderen gucken ZDF, die anderen gucken ARD, die anderen gucken RTL und so weiter. Und dann guckt man einfach, wie die Menschen sich von ihren Wohlfühlstimmen, ihren Gesundheitsdaten, ihren Langlebigkeitsdaten her verbessern oder verschlechtern. Und danach gibt es die Verdienstzuschüsse. Und dann damit werden Journalisten versuchen, eine Wahrheit nach der anderen für sie ranzukarren, die ihr Leben ihnen helfen kann, ihr Leben zu verbessern. Und all die Unwahrheiten und Irrtümer werden nicht mehr eine Rolle spielen. Ja? Und dann kann man das Ganze noch unterstützen, wenn man will, dass wir noch ein bisschen Demokratieübung machen, täglich sozusagen machen können. Anfangs sollen ARD A und ARD B und ZDF pro Tag jeweils eine Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform als Übung für die Vorwahlen Mini-Volksentscheide live produzieren mit Wahlvorgängen durch die Zuschauer. Eine morgens, eine nachmittags, eine abends, um allen Schichtarbeitenden ein Mitwählen möglich zu machen. Der Bundeswahlleiter entsendet 6 oder 9 Experten mit Reformvorschlägen in der Reihenfolge der Anmeldung, ohne jegliche Zensur. Dann wählen die Zuschauer mehrfach, bis ein Gewinner feststeht. Der Sender mit dem geringsten Nutzen für seine Zuschauer verliert seinen Auftrag an einen neuen Sender, sodass ein offener Wettbewerb entsteht. Welcher Sender ist am nützlichsten für seine Zuschauer? Also das heißt, ich würde das Staatliche nach und nach wahrscheinlich sogar ausblenden, sondern sagen, es gibt eben nur Verdienstzuschüsse für die Medien, die uns durch Wahrheiten unser Leben verbessern. Das heißt also, alle, die Praxen, die Supermarktleiter, die Marktleiter und Restaurant- und Kioskleiter und die Medienleiter, alle werden sie dafür zuständig, unsere Gesundheit, unser Wohlfühlen und unsere Langlebigkeit zu verbessern. Und wenn sie das nicht tun, können sie ruhig pleite gehen. Dann kriegen sie halt keine Verdienstzuschüsse. Das ist gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. So muss es doch sein. Wir wünschen uns doch, dass wir nicht immer belogen werden oder eben immer in die Irre geführt werden durch irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer. Ja, ich gehe mal auf diese Seite hier. Wo ist es? Na, das finde ich aber jetzt komisch. Ach so, das hat sich jetzt. Das ist jetzt komisch. Da stimmt was nicht. Da muss ich das hier nochmal aufmachen. Da ist noch diese Präsentation, haben wir vergessen. So, jetzt haben wir die Präsentation. Ja, also, wir haben ja da, kamen ja eben die Worte vor hier, ich kann es jetzt mal hier zeigen, hier. Nee, das geht so nicht.
Leider geht es nur mit Klick. Ja, hier, natürlich hätten wir diese Möglichkeiten, wenn wir die Wohlfühlstimme nicht wollen als neue Wahlstimme. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man die nicht wollen kann. Denn ich will doch endlich mal, dass sich nach meinem Wohlfühlen die Supermarktleiter richten müssen. Ja? Natürlich müssen wir uns dabei um Kontrollmechanismen kümmern, dass wir nicht plötzlich alle unter Drogen gesetzt werden, damit wir bessere Wohlfühlstimmen abgeben. Wir müssen gucken, dass nicht bestimmte Personengruppen rausgeekelt werden aus den verschiedenen Praxen oder Märkten, nur weil sie sonst von Natur aus bestimmte schlechtere Wohlfühlstimmenentwicklungen entwickeln werden, sondern dass wir das alles korrigieren. Das können wir alles statistisch korrigieren, sodass also wirklich nur alle Beteiligten nur ein Motiv haben, unser Wohlfühlen zu verbessern durch gesündere Ernährung, gesünderes Leben und so weiter und nicht irgendwie zu tricksen sozusagen. Und dieses Tricksen müssen wir halt streng strafbewehren und verbieten. Und da muss der Rechtsstaat stark und wehrhaft sein, gell? Und dann müssen wir mit allen statistischen Methoden eben jegliches Rausekeln und so weiter verhindern. Und dann haben wir genau das System, was wir haben wollen, nämlich dass alle uns Gutes tun müssen und dafür belohnt werden für Gutes tun. Und wenn sie uns schädigen, nicht mehr belohnt werden, ne? Und dafür müssen auch alle die Umwelt säubern. Und jetzt kann man, wenn man die Wohlfühlstimme nicht will, kann man das ersetzen durch ganz viel Demokratie, sonstiges, wohl Volksentscheid, Wahlprogramme und Volksentscheide, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, Medienreform und so weiter, Eilentscheidungen, Reform der 5%-Hürde. Aber eigentlich brauchen wir das alles nicht unbedingt, wenn wir die Wohlfühlstimme haben, weil die ist ja ein basisdemokratischer Dauervolksentscheid und mehr an, als dass wir da alle 3 Wochen oder alle 3 Monate mal für 5 Minuten irgendwie eine veränderte Wohlfühlstimme durchgeben. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Damit haben wir vollste Basisdemokratie, weil dann eben alles ausgerechnet wird, die Verdienstzuschüsse für alle ausgerechnet werden können. Und dadurch dann eben alle nur noch ein Arbeitsziel haben. Wie kann ich dem Wohlfühlen meiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner bestmöglich dienen als Diener? Und so soll es doch sein. Oder wollen Sie es anders? Wollen Sie, dass die Wirtschaft Sie weiterhin beherrscht und ausschlachtet und ausplündert und so dass Sie nur Schlachtvieh für die Wirtschaft sind und nur Geldquelle für die Wirtschaft sind? Nein, Sie wollen doch, dass die Wirtschaft Ihnen ein fürsorglicher Diener ist. Das will ich jedenfalls. Ich will, dass die Wirtschaft vor mir kuschen muss und vor meiner Wohlfühlstimme. Ja? Dass die alles tun müssen, dass es mir im Leben besser geht, dass ich mich gesünder entwickle. Ja, und dann haben wir eben, wenn wir das richtig machen, müssen wir viele Details beachten, damit die Wohlfühlstimme auch wirklich fehlerfrei genau diese, möglichst wasserdicht, genau die Motivation erzeugt, die wir wollen, ja, und nicht wieder versteckte Fehlanreize sich eröffnen. Darauf achten wir. Das machen wir als die Next Scientists for Future, als Ratgeber der Partei Die Kompetente, sorgen wir dafür, dass das gemacht wird. Und ja, und die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve ist halt sehr wichtig. Ich würde gerne dann meiner Krankenversicherung alle Informationen über meine Familie zur Verfügung stellen und deren Gesundheitsentwicklung, soweit sie da nicht an die Daten rankommen kann. Da muss man auch, vielleicht kann ich auch die Datennutzung freigeben dann, dass die dran kommen, ob ich aus einer kränklichen Familie bin und deswegen dann eine hohe Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve habe
Oder ja, ich zeig mal diese Kurve oder eine niedrige und dann wird das mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand verglichen und dann kriegen alle Beteiligten, ich zeige jetzt hier mal, wenn das die typische Gesundheitserwartungskurve eines Menschen, Aufwanderwartungskurve des Menschen ist, ist er in jungen Jahren verbraucht er relativ wenig Gesundheitsaufwand. Und je älter wird, desto mehr wird das und am Ende explodiert es dann sozusagen und dann stirbt er und dann ist es mit dem Aufwand vorbei. Und ja, und da, wenn der Arzt es schafft, dass ich tatsächlich unter der bei meiner familiären Vorgeschichte zu erwartenden Kurve liege im tatsächlichen Gesundheitsaufwand, kriegt er aus dieser Diskrepanz den für mich gültigen Verdienstzuschuss berechnet. Und ja, und für alle Patienten, wenn er 2000 Leute hat, dann 2000 Kunden hat, die sich ihn gewählt haben als eine der beiden möglichen Hauspraxen, dann bekommt er hier jeweils daraus aus diesen Diskrepanzen seine Verdienstzuschuss Gesamtsumme errechnet sozusagen, ja. Wahrscheinlich wird einfach ein Mittelwert erstellt und aus dem Mittelwert wird dann mit einem bestimmten Faktor das Geld berechnet, was an seine Praxis ausgeschüttet wird und von diesem Geld bezahlt er dann sein ganzes Team, sein Gesundheitsteam, ne? Ja, und das ist die Sache, um die es geht. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück hier. Ja, und das heißt, ich würde es eigentlich mit den Medien so machen, dass ich die einfach auch wieder als Teil des Gesundheitswesens verstehe. Und Medien, die unser Leben verbessern oder auch durch gute Unterhaltung wirklich echte Freude in unser Leben reinbringen, die werden ja unser Wohlfühlen in der Summe verbessern. Wenn aber das Wohlfühlen eher verbessert wird, dass die Leute relativ wenig Fernseh schauen, sondern lieber leben in den Gesundheitskursen und dadurch durch die Medien aufgefordert werden, lieber in die Gesundheitskurse zu gehen, weil sie dann noch mehr Wohlfühlnutzen am Ende haben, dann wird dieses Medium halt viel Verdienstzuschüsse bekommen, dass diese Empfehlung ausspricht, wahrheitsgemäß und nicht die Leute fernsehsüchtig macht. Ne? Also von daher ist dann wieder für alles gesorgt. Ja, und dann Kinderbetreuung, Kinderkrippen und Kindergärten und so weiter, Kinderfrage. Kinderbetreuung wird aus Steuermitteln finanziert, auch Betriebskindergärten, Kindersekretärinnen und Ausgleichszahlungen an Arbeitgeber für das Weiterbeschäftigen von Müttern, öffentlich einsehbare Messungen der Kinderförderungswirkung der Kinderbetreuungsteams bei gleichzeitiger völliger Öffnung für alle Teams. Karriere und Kinder werden erstmals optimal vereinbart, auch durch hohe Steuerfreibeträge und eventuell weitere Abgabenbefreiungen ab Mutterschaft. Das heißt, wir gehen dazu über, dass wir endlich das Richtige tun, ja, dass wir sagen, viele Frauen wollen Karriere und Kinder miteinander verbinden. Gerade viele Karrierefrauen hier, die also größere Gehirne haben und sehr leistungsfähig sind und so weiter, die befreien wir großenteils von allen steuerlichen und sonstigen Abgaben und machen es ihnen deswegen kinderleicht, wieder Kinder zu bekommen, ein paar Kinder zu bekommen. Die dürfen am Arbeitsplatz gestillt werden. Die Kindersekretärin schreibt während der Stillzeit, schreibt sie vielleicht, nimmt sie vielleicht ein Diktat auf oder und ansonsten nimmt sie das Kind mit in den Betriebskindergarten, der von Staats wegen finanziert wird. Wir belasten also nicht die Kosten der Kinder den Unternehmern auf, sondern das ist etwas, der Staat übernimmt die Ausgleichszahlung, sodass die Unternehmer keinen Grund haben, nicht den mindesten Anlass oder Grund haben, Frauen mit Kindern rauszuekeln aus ihrem Betrieb, sondern es wird auch den Unternehmern und den Müttern wird das total leicht gemacht, Kinder zu und Karriere zu verbinden. Und dadurch werden wir wieder hier ein paar Kinder bekommen. Und wir sollten es natürlich in diesem Bereich nicht unterstützen,
sozusagen, dass hier Kinder, viele Kinder geboren würden, weil wir dann sonst den Intelligenzdurchschnitt der Gesamtbevölkerung drastisch absenken und dann Deutschland bald wirtschaftlich total ruiniert ist. Wir brauchen also Nachwuchs der Fähigen. Wir brauchen Nachwuchs der Kompetenten und der Fähigen. So wie das jede Art in der Natur macht, außer uns Menschen nicht. Wir haben also die Sozialsparten und die NGOs, die uns alle predigen, dass wir doch hier ganz viele Kinder bekommen sollten aus aller Welt und hier kriegen sollten und so weiter. Und hier, das ist nicht schlimm, wenn wir da gar keine Kinder bekommen. Ja, so nach dem Motto. Und dann entstehen nämlich hier lauter Sozialfälle und die können dann die Sozialfälle und die NGOs und so weiter, die können dann wieder all dieses Elend beklagen und dann Spenden sammeln und die Sozialspartler können gute Gehälter und gute Karrieren ernten, indem sie das ganze Land in ein Land der unfähigen Sozialfälle verwandelt haben, weil man die Fähigen daran gehindert hat, Kinder zu bekommen und die Unfähigen darin angeregt und angestiftet hat, möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen, die dann auch wieder Sozialfälle werden und wieder Kundschaft für die Sozialsparten werden. Ja, also das heißt, und das führt zum garantierten Ruin des Landes. Das ist spätrömische Dekadenz. Ja, also wir müssen unbedingt, die Sozialsparten müssen also positive Anreize bekommen, sodass dieses Interesse daran, sozusagen lauter neue Sozialfälle zu erzeugen, verlieren, indem nämlich sie nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegen, wenn es weniger Sozialfälle gibt, wenn es weniger Obdachlose gibt, wenn es weniger Arbeitslose gibt. Also wir müssen immer für das Reduzieren der Zahl der Sozialfälle belohnen und nicht für die Ausweitung der Zahl der Sozialfälle. Ja, ich hoffe, Sie sind genauso begeistert wie ich von dem Wahlprogramm der Kompetenten. Ja. Supermarkt, ah ja, das ist jetzt dann die ökologische Landwirtschaft und Ernährungsreform und so weiter. Und das fängt an vom Supermarkt, denn der Supermarkt bestellt bei der Landwirtschaft, also ist der Supermarkt. Und der Kiosk- und Restaurantleiter sind die entscheidende Stelle, an der die neuen Anreize gesetzt werden müssten. Supermarkt-, Kiosk- und Restaurantleiter werden mit Verdienstzuschüssen für nachweisliche Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkung belohnt. Ja, warten wir nicht alle darauf, dass endlich wir ins Restaurant gehen können und kein Schmuddelrestaurant fürchten müssen, keine Salmonellen fürchten müssen, keine verseuchte Nahrung, keine Küchenmitarbeiter, die sich selbst befriedigen und ihr Ejakulat ins Essen reinspritzen, weil sie daran einen Kick erleben, wenn das dann Frauen essen oder so. Ja, also wir müssen doch endlich mal geschützt werden vor all diesen Verrücktheiten im Restaurantbereich und dem Gammelfleisch und all dem. Das hat man doch alles nachgewiesen in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, dass die ganzen Restaurantleiter jederzeit bereit waren, an uns Gammelfleisch zu verfüttern, weil es einfach viel billiger zu kriegen ist als hochwertiges Fleisch oder so, ja? Und da kann einem doch ekeln, ja? Und endlich hätten wir die Garantie, dass alle alles tun, um uns so gesund und bestmöglich gesundheitsförderlich zu ernähren. Die Verdienstzuschüsse werden sie dann auch dafür verwenden, dass sie ökologische Permakultur und ähnliche Produkte billiger anbieten als konventionelle. Und wahrscheinlich werden sie gleichzeitig auch eine Ernährungsberaterin beschäftigen, um auf Wunsch die Kunden unentgeltlich zu beraten. Das gilt besonders für die Marktleiter, aber auch natürlich durchaus kann das auch für die Restaurantleiter Realität werden, ne? Die Leiter werden bei ihren Zulieferern auf
maximaler Gesundheitsförderlichkeit alles geliefert und bestehen. Zulieferer hochwertigster Bioprodukte werden bevorzugt werden. Die gesamte Landwirtschaft wird sich entsprechend umstellen. Auch hier entscheiden Wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten der Kunden über das öffentliche Ranking, das es den Kunden ganz leicht macht, gesundheitsförderliche Supermärkte als Lebensmittelbezugsquelle zu wählen. Geht zum Beispiel ein Restaurant pleite wegen gesundheitsschädlicher Lieferungen, verliert ja auch automatisch der Lieferant seinen Auftrag, also wird er nur noch gesundheitsförderliche Landwirtschaft betreiben. Die großen Ketten werden zusätzlich eigene chemische Großlabore zur Prüfung der Gesundheitsförderlichkeit einsetzen. Auch die Anbieterkennung jedes verkauften Produktes im Supermarkt führt neben den Leiterranglisten auch zu Anbieterranglisten. So können die Kunden sich orientieren an den Leiterranglisten und an den Anbieterranglisten. Und die Leiter platzieren die weniger gesundheitszuträglichen Produkte an den schlechteren Plätzen des Marktes und geben so auch Informationen aus den Anbieterranglisten weiter. Außerdem verwenden sie Verdienstzuschüsse für Preissenkungen der gesundheitsförderlichsten Produkte aus den Anbieterranglisten. So viel Tierschutz und Umweltschutz wie nötig und vernünftig ist, um Wohlfühlen und Gesundheit der Wählerinnen zu verbessern. Also, alles wird gemessen und die Bevölkerung erhält alle Hilfsangebote, um sich lecker und zugleich gesünder ernähren zu können. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding wie immer die Geschwindigkeit schneller drehen, Wunschgeschwindigkeit, weil ich ja so langsam rede. Ja, also ich hoffe, Sie haben es verstanden. Wir motivieren alle Beteiligten dazu, Ihnen Gutes tun zu müssen und nicht mehr Sie zu vergiften mit immer mehr Billigschrott, der mit der Zeit immer giftiger wird, ja? Ja, und dann Wirtschaft, Handel, Mittelstand, Reform. Wirtschaft dient den Menschen, nicht umgekehrt. Ja, also gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung als die bessere Variante zur Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und all den Irrwegen, die die anderen Denker im Kopf haben. Ja, Wirtschaft dient ab sofort den Menschen, nicht umgekehrt. Die Konzerne werden nur noch belohnt für die nachweisliche Steigerung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit bei ihren Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Also für die Steigerung des Wohls der Allgemeinheit bzw. des Gemeinwohls, nicht mehr für das Beeinflussen der Politik. Alle Unternehmen werden Teil des Gesundheitswesens und werden verantwortlich für die Verbesserung von Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen ihrer Kunden, Mitarbeiter und Anwohner und erhalten nur bei diesbezüglichem bewiesenem Erfolg noch Verdienstzuschüsse und damit die Möglichkeit des Weiterbestehens. Zum Schutz des Bargeldes fordern wir einen Annahmezwang von Bargeld. Ja. Gut, damit ist vieles gesagt. Ich mache demnächst weiter. Ich lasse es jetzt mal hier mit gut sein. Ich zeige noch mal kurz, dass wir auch die Verfassung natürlich neu schreiben und das zu dem Wahlprogramm von der Kompetenten gehören wird. Ach so, das ist dann hier unten. Gucken wir mal, Präambel, ja, zum Beispiel hier, das ist auch hier, das ist wieder die Kompetente. Durch diese neue Verfassung wird die Entscheidungshoheit erstmals auf diesem Planeten tatsächlich und faktisch in die Hände der Bevölkerung bzw. Wählerinnen und Wählerinnen gegeben und gemeinwohlorientiertes Handeln in allen Gesellschaftsteilen bzw. Sparten die Regel. Wesentlich für eine dem Volkssouverän angemessene Entscheidungsfindung garantiert Wesentlich für eine dem Volkssouverän angemessene Entscheidungsfindung garantiert der Staat ab sofort Argumentefreiheit, eine freie Argumentekultur für jedes sachliche Argument, also eine neue, echte Debattenkultur.
Ab jetzt geht es nach den besten Argumenten für das Gemeinwohl aller, bei Offenheit für wechselseitige sachliche Kritik bzw. einander falsifizieren. Erwogen werden ca. 6 zusätzliche demokratisierende Elemente, zum Beispiel ein gemeinwohlorientiertes Wahlrecht, die Wohlfühlstimme als Dauervolksentscheid, womit die Menschen an Bundeswahlleiter bzw. Landeswahlleiter übermitteln können, wie sich ihr Wohlfühlen verbessert oder verschlechtert. Statistisches Bundesamt beziehungsweise, also da muss noch mal dazu sagen, Sie kriegen also Volksentscheide mit 5 Minuten Arbeit alle 3 Monate. Kriegen Sie Volksentscheid-Charakter, ja? Das vollständige Basisdemokratie, ne? Statistisches Bundesamt beziehungsweise Landesämter würden dann alle Belohnungen für alle gesellschaftlichen Sparten, also Verdienstzuschüsse für alle gesellschaftlichen Sparten, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Polizisten, Richter, also auch für Politiker, ja, für Ministerpräsidenten gibt's dann Verdienstzuschüsse oder nicht und Transparenzranglisten, so dass sie doch einen Ministerpräsident, der das Wohlfühlen seiner Bevölkerung verschlechtert hat, wird doch niemand, und diese Partei wird doch auch niemand jemals wieder wählen, weil das doch für alle offensichtlich dann ist. In jeder Heute-Sendung und Tagesschau-Sendung wird der Zwischenstand präsentiert werden, mindestens einmal die Woche oder so oder täglich, ja, wird einfach kurz gezeigt, wo stehen die verschiedenen Ministerpräsidentinnen mit ihrer Leistungsfähigkeit, mit dem Nutzen, den sie für die Wählerinnen entfalten, ja? Und ja, Nahrungs-, Wasser-, Pflege-, Sozial-, Bau- und Warenherstellersparten anhand der Wohlfühlstimmenentwicklung der jeweiligen Kunden und Mitarbeiter werden also die Verdienstzuschüsse berechnet. Das sagt, dass schon in der Präambel festgelegt wird, dass wir eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung bekommen, ne? Und das und dann heißt es hier, Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand müssen wo immer möglich gemessen werden und zur Lenkung aller Gesellschaftsteile hin zum Gutes tun eingesetzt werden. Wollen Sie, dass endlich alle Gesellschaftsteile Ihnen Gutes tun, oder wollen Sie weiter, dass Sie Ihr Leben zerstören, Ihr Leben unglücklich machen und Sie in Konsumsüchtige verwandeln und Kaufsüchtige und Zigarettensüchtige und Alkoholsüchtige und Drogensüchtige und Medikamentensüchtige verwandeln, weil alle daran verdienen? Ja, wenn Sie das wollen, also ich muss es vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, ja, also ich zeige das nochmal, aber ich werde ja immer wieder auf das Wahlprogramm eingehen, ja, also das sind jetzt Artikel bis 5 haben wir hier die Vorschläge jeweils, bis 5, Artikel 5, ne, so, Artikel 5, vielleicht kann man das ja dann stehen lassen und dann lesen, wenn man es will. Naja, ich könnte das auch so machen, ja, das ist vielleicht geschickter Vorschlag zwar. So. Ja, und damit gehe ich nochmal zurück zu den Bildern. Ja, das ist die größte wissenschaftliche Entdeckung vielleicht von all den großen wissenschaftlichen Entdeckungen von Weltrat und Next Scientists for Future. Und wir stehen eben der Kompetenten, der Partei, die Kompetente, eben unentgeltlich zur Verfügung für die Durchführung aller Reformen und so weiter. Und da ist es so, die größte Erkenntnis ist die, dass wir alle manipuliert worden sind durch die vorteilbringenden Irrtümer der Frühhändler und Frühärzte, die unser Leben zerstört haben und unglücklich gemacht haben, damit wir aus dem Unglück heraus, aus der Einsamkeit, der Volkskrankheiten, den beiden Grundvolkskrankheiten des Kapitalismus, Vereinsamung und Depression, dass wir aus diesen Grundkrankheiten heraus möglichst viel konsumieren, kaufen, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Medikamente und kaufen, dass wir möglichst gar nicht mehr leben können, ohne kaufen zu gehen und so weiter. Und dass dieses Menschen unglücklich machen, unser aller Leben zerstören, das will ich, dass das aufhört. Ich hoffe, Sie wollen das auch.
Denn für jedes andere System, egal ob Sie sich für die GWÖ nach Felber entscheiden, die haben gar keine Messgrößen für unglücksfördernde Wirkungen von Konzernen. Die können Sie gar nicht messen und erfassen. Wir müssen doch messen, welche unglücksfördernde Wirkung hat ein Automobilkonzern mit seinen Werbespots in den Medien bisher, in den privaten Medien mit seiner Werbung und den dadurch gekauften Journalisten. Ja, welche unglücksfördernde Wirkung hat dieser Autokonzern so nach dem nicht bewussten Motto, ich zerstöre das Glück der Menschen in den Hausgemeinschaften, lasse sich im Streit sich entwickeln sozusagen und dann setzen sie sich ins Auto und besuchen ihre wenigen Freunde, die noch übrig geblieben sind in Hamburg und München und sind die ganze Zeit mit dem Auto unterwegs und dann verdiene ich als Autokonzern am meisten. Diese nicht bewussten glückszerstörerischen Beeinflussungen und Manipulationsvorgänge durch vorteilbringende Irrtümer und durch eine Gehirnwäsche der Weltbevölkerung, die müssen wir doch stoppen, oder wollen Sie weiterhin manipuliert werden und wollen Sie, dass Ihr Leben weiterhin zerstört wird? Ja, also deswegen sage ich, also ich will das nicht. Ich will sozusagen das Bundestagswahlprogramm der Kompetenzpartei und jetzt haben wir nur ein Problem dabei. Wie wird Ihr Leben besser? Das einzige Problem, was wir haben, dass noch niemand sich gefunden hat, diese Partei zu gründen, denn wir dürfen das ausdrücklich nicht. Der Weltrat muss politisch neutral bleiben, der darf nur beraten und helfen. Er darf helfen und unterstützen, aber niemals selbst Politik machen. Also wir dürfen nicht Politiker werden. Leider, wir dürfen also keine Bundesvorsitzenden der Partei, der Kompetenzpartei werden. Und deswegen gilt ja der Aufruf hier, sofort die Kompetenzpartei, die Partei der Kompetenz gründen. Und da heißt es dann als oberste Regel der Partei, die fest verankert wird, unverrückbar verankert wird, wir nutzen Next Scientists for Future vom Weltrat und ähnlich Kompetente. Ja, wir führen dann also ständig Talkshows mit allen anderen Anbietern, mit der GWÖ, Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, mit allen möglichen anderen Konzepten, die wir laden alle ein, unser Konzept zu falsifizieren, dort die Fehler zu suchen und sozusagen uns da Fehler nachzuweisen, damit wir noch besser werden zum Nutzen von Ihnen, liebe Wählerinnen. Aber Sie kriegen von uns immer das jeweilige Zwischenergebnis, was uns überzeugt, und dafür steht die Kompetente dann. Kriegen Sie immer von das Resultat von dieser Partei. Dann, und jetzt fehlt halt die eine Person, die diese Partei startet. Sie kann dann von uns unterstützt werden, sogar finanziell können wir das Ganze unterstützen. Tun wir jetzt ja auch schon gegenüber der Basispartei, aber das läuft jetzt dann aus. Also unsere große finanzielle Unterstützung der Basispartei wird dann auslaufen, weil wir die Hoffnung verloren haben, dass sich die Basispartei konstruktiv entwickeln wird. Ja, und von daher gehe ich jetzt mal hier nochmal hin. Ja, das war erstmal ein erster kleiner Einblick in das Bundestagswahlprogramm der Kompetenzpartei. Die Kompetente, wie wird Ihr Leben besser? Und das werden wir nochmal fortsetzen. Da werden wir die Farbe hier wahrscheinlich in grün ändern oder so. Ne? Also, oder vielleicht auch nicht. Ne? Tschüssi, bis bald.